Aber für mich ist es mega schön, dass es heute losgegangen ist. Es ist mega schön zu sehen, wie viele Leute sich hier unterhalten, dass sich die richtigen Leute treffen. Und es ist mega spannend zu sehen, was die Aussteller alles mitgebracht haben und was sie alles an neuen Technologien und an Innovationen zeigen. Ja, wir finden halt da sehr viele von unseren Kunden wieder. Wir haben fast 50% von unserem Umsatz machen wir mit den Kunden, weil halt der Qualitätsanspruch in dieser Branche sehr, sehr hoch ist. Also positiv finde ich eigentlich, dass es mal in Luzern ein Messmal gibt, wo in die MedTech-Industrie geht. Ich bin zum ersten Mal hier. Der Eindruck ist interessant. Was mir noch fehlt, ist eigentlich, dass mehr Laborgeschichten. Ich finde hier, da hat es ein bisschen alles von etwas. Ist auch interessant. Aber für mich persönlich, wenn man einer sagt, das ist MedTech, eine Messe, dann hoffe ich ein bisschen wie, ich sage es mal, in der Luft raus, wie ein Ilmac-Messe. Das heisst, es hat eine Laborautomation, wir haben wie Vials, Tablet-Handling, Kartuschen und so weiter. Es ist ein grosses Traffic-Ding. Also hat sehr viele Leute gutes Interesse. Gross informieren, was additive Technologie ist, muss man nicht mehr. Also das Wissen, man merkt, die Leute kommen mit gut vorbereitet hierher. Was aber ist, es ist vielfach immer noch so ein bisschen der Gedanke, ich kenne 3D-Druck, ich habe auch einen Filamentdrucker daheim im Keller. Aber Technologie, Fertigungstechnologie, das ist eben nicht der Filamentdrucker im Keller, sondern das sind andere Technologien, wo wir heute, und das ist Hauptthema bei uns hier, Tausende von Teilen produzieren. Also wir reden zwischen 5.000 bis 10.000 Serien, die wir fertigen. Und da sind halt dementsprechend auch andere und vielleicht auch ein bisschen kostenintensivere Technologien. Swiss MedTech finde ich sehr wichtig für den Standort Schweiz. Ich finde, wir sollten, die Messe dürfte für mich noch grösser sein, noch viel grösser. Früher hat da mehr Gewichtung gehabt, dass wir in der Schweiz, wo so viel Technologie zusammen ist, ist ein das Wunderland, dass wir uns präsentieren, dass man kurze Wege hat. Ich denke immer, es muss produziert werden, wo auch ingeniert wird. Dass man sehr schnell kann handeln von den Prototypen in einer Produktion auch Fehlermeldungen, wir machen Fehler. Und die Frage ist, wie man mit den Fehlern umgeht. Und da muss man eben den Kontakt näher zum Kunden haben.